Hallo und herzlich willkommen bei Videoaktiv. Das ist dein Smartphone und das ist Lisa. Und das ist Joachim, bei dem ich gerade ein Praktikum mache. Und wir testen gerade die Smartphones, und zwar dreimal Android der Top-Klasse. Und was das bedeutet, das seht ihr jetzt. Alle drei Smartphones filmen in 4K oder, um es korrekter zu sagen, in UHD-Qualität. Bedeutet 3840 x 2160 Pixel. Das machen sie alle mit 30 Bildern in der Sekunde. Wir haben mit Ausnahme von dem HTC, bei diesen beiden auch noch die Möglichkeit, auf Full HD mit 60 Bildern in der Sekunde runterzuschalten. Dann haben wir also eine höhere Bildwiederholfrequenz, was für flüssigere Aufnahmen sorgt. Dieses Video, das erstellen wir aber ganz bewusst jetzt alles in 4K. Wir haben selbstverständlich auch Full HD-Aufnahmen gemacht und beurteilt, sieht aber nicht wesentlich anders aus, muss man sagen. Diese drei Smartphones haben wir alle getestet mit der jeweils eigenen App dazu. Erklärt sich schon damit, dass wir eben hier bei dieser Kamera zwei Optiken dran haben und diese nur von der eigenen App genutzt werden können. Dass man damit natürlich auch andere Apps installieren kann auf allen dreien und die Kamera anders ausnutzen kann, ist schon klar. Aber uns geht es ja in erster Linie darum, sie mal so zu testen und die Bildqualität zu beurteilen. Das haben wir gemacht für die Videoaktiv 6 2017, die Ende September an den Kiosk kommt. Mit diesen drei Smartphones haben wir gefilmt. Und wenn du jetzt wählen darfst, welches würdest du denn jetzt wählen? Ich würde auf jeden Fall das Samsung ziehen, weil mir sehr gut die Aufmachung der App, der Kamera-App gefällt. Ja, und nicht nur die Kamera selber, sondern nicht nur das Smartphone selber, das findest du das auch noch besonders schick? Vom Äußeren her würde ich dann eher zum Huawei tendieren. Und das Huawei ist tatsächlich das, was mich am meisten interessiert hat. Warum? Ganz einfach, diese Kamera hat zwei Objektive mit zwei identischen Brennweiten und zwei unterschiedlichen Sensoren dahinter. Einmal ein Schwarz-Weiß-Sensor, einmal einer, der farbig aufnimmt mit 12 Megapixeln und was man in der App machen kann, ist, man kann große Blende einstellen und dann mit der Unschärfe spielen. Klingt ganz toll und ist in der Fotografie tatsächlich sehr interessant. Hat uns ein bisschen ernüchtert, ne? Ja, leider. Wir zeigen einfach jetzt mal, welche Aufnahmen wir damit gemacht haben. Geh mal ein bisschen aus dem Bild raus, geh mal in die Richtung raus. Noch dichter. Ja. Wie man hier unschwer erkennen kann, haben wir hier erweiterte Einstellungen, sodass ich die Kamera, sprich die Videokamera, in dem Moment auch wirklich manuell steuern kann. Was war denn deiner Meinung nach die größte Schwäche der Kamera? Ich würde sagen, bei unseren Tests war für mich die LED-Lampe am schlechtesten oder am schwächsten. Wir zeigen einfach mal jetzt Aufnahmen von allen dreien mit LED-Licht. Wir haben natürlich nicht nur mit LED-Licht gefilmt, sondern wir haben natürlich auch bei wirklich wenig Licht ein bisschen versucht, Ambiente einzufangen. Thank you.
ganz eindeutig würde ich sagen, es ist das HTC und das ist damit auch das Smartphone, wo wir sagen würden, das ist für die Partyfilme, oder? Ja, auf jeden Fall. Bei Kunstlicht und bei wenig Licht, da macht es tatsächlich ziemlich gute Aufnahmen. Wir schneiden die jetzt mal hinten ran und zeigen auch nochmal aus unserem Labor mit Schwachlicht die Aufnahmen. Für uns ganz wichtig ist natürlich die Bildqualität. Schließlich ist Videoaktiv die Filmer-Zeitschrift und wir wollen natürlich zeigen, wie gut diese drei Smartphones im Endeffekt sind und das in unterschiedlichen Lichtsituationen. Was natürlich dabei eine ganz große Rolle spielt, ist nicht nur, wie lichtstark oder wie bunt die Bilder sind, sondern auch, wie der Autofokus funktioniert. Wir haben es vorhin schon gesagt, tatsächlich ist das Samsung die App mit den meisten Möglichkeiten. Was ein bisschen der Haken ist, damit ich überhaupt an die erweiterten Möglichkeiten rankomme, muss ich jedes Mal hier unten das Menü wechseln und hier Pro wählen. Schalte ich die Kamera einmal aus, ist dieser Modus wieder weg, was sehr schade ist, weil genau genommen ist der ziemlich stark. Ich habe nämlich hier wirklich alle Möglichkeiten der manuellen Steuerung. Vom Weißabgleich, Blende, ISO, Zahl, alles da, sogar ein manueller Fokus. Autofokus ist immer ein Thema bei den Smartphones. So richtig Schwierigkeiten hatten wir eigentlich nur mit einem, ne? Nicht mit dem Samsung. Nee, mit dem Samsung, finde ich, hat es eigentlich tatsächlich sehr gut funktioniert. Ja, was man dazu sagen muss, er funktioniert eigentlich nur in der Nähe, nicht wirklich in der Entfernung. Das heißt also, unendlich beginnt irgendwie schon bei 1,5 Metern. Ja, ab da ist mehr oder weniger alles scharf, aber davor kann man es manuell ganz gut steuern. Schwierigkeiten hatten wir dafür, muss man sagen, mit dem HTC. Das haben wir im Testlabor hinten laufen lassen. Und was sehen wir da? Naja, die Farben waren nicht besonders schön auf den Aufnahmen, finde ich persönlich. Und nicht zu vergessen, bei unserer Bewegungsaufnahme, da zumpelt die ganze Zeit der Autofokus. Und das bei Tageslicht zeigen wir euch jetzt. Ihr habt jetzt das Videomaterial gesehen, das wir bei unseren Tests aufgenommen haben. Natürlich nicht alles, sondern das, was wirklich wichtig ist. Ihr könnt selbst beurteilen, wie die Bilder aussehen. Wir haben natürlich eine intensive Bildbeurteilung gemacht. Wir schreiben, was wir dazu denken in der Videoaktiv 6/2017. Und was wir jetzt von euch brauchen, das ist ein Daumen hoch unter diesem Video und natürlich ein Abo auf unserem Kanal. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, oder? Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und gebt dem Video einen Daumen hoch.